Willkommen zu einer weiteren Pokémon Sonne Mond News Ausgabe. Es gibt eine coole kleine News, die ich euch ein bisschen näher bringen möchte, denn naja, jetzt gerade eben ist das neue Global Link Event gestartet und das besagt, dass wir 1 Million Pokémon, die per Inselscanner gefunden werden, also sowas, was ich schon mal mit Sepa gemacht habe, also die Pokémon, die man halt per Inselscanner in gewissen Stellen findet, die werden auf jeden Fall gewertet und dafür müssen wir 1 Million umbringen oder halt fangen. Also es wird halt jeder Encounter, der umgebracht oder gefangen wird, zählt halt und flüchten zählt da nicht. Also 1 Million müssen es sein und dann erhalten wir halt alle, die drei genommen haben, einen bestimmten Preis. Was aber das Coole ist, auf der Pokémon Global Link Seite, die in der Beschreibung verlinkt ist, gibt es 5 QR-Codes, die ihr einscannen könnt, meine lieben Freunde, um halt, direkt halt schon einen Inselscanner zu bekommen. Also diese 5 QR-Codes geben jeweils 20 Punkte, also 20%, und bei 100% können wir halt den Inselscanner einschalten. Und wenn ihr den eingeschaltet habt, könnt ihr zum Beispiel heute, wir haben heute Dienstag, ihr könnt heute zum Beispiel einen Togekiss finden oder was können wir hier denn noch dienstags finden. Ich habe euch die Liste mit den Pokémon, wann und wo sie auftauchen, mal verlinkt. Also es gibt einige Pokémon, die man am Dienstag auf jeden Fall finden kann. Ich glaube, es sind 5 jeweils pro Tag. Darunter das Niceste natürlich Togekiss. Und am Freitag haben wir zum Beispiel ein Samurott, also ein Amurai finden, was auch relativ nice ist. Also checkt diese Liste auf jeden Fall mal aus. Ist auf jeden Fall richtig nice. Aber gut, meine lieben Freunde, das war's auch schon für die News. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Haut rein. Euer Sirlo.